herzlich willkommen zurück bei Feuer und Filme. Die Hitze draußen brennt komplette Felder weg, deswegen haben wir uns entschieden, eine Top-Liste aufzunehmen, weil das natürlich beides absolut zusammenhängt. Und zwar, wir haben uns entschieden, dass wir doch mal ein bisschen über die besten Filme der letzten Jahre sprechen. Ne? Wir hatten zwei Videos 2015, das waren die Top 10 des Jahres 2015, sowie auch die Flop 10 des Jahres 2015. Könnt ihr mal hier klicken, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann haben wir uns gedacht, hey, wir reden doch vielleicht auch mal über die Filme, die davor kamen, die wir am besten fanden. Deswegen haben wir jetzt hier auch so eine Top 6-Top 12 Liste gemacht. Denn wir haben uns gedacht, wir stellen euch die besten Filme unserer Meinung der Jahre 2009 bis 2014 vor. Warum dieser Zeitraum? Damit das Video nicht zu lang wird. Wir wollen noch ein bisschen drüber sprechen. Und wie bei unserem Flop 10 Video von 2015 haben wir uns gedacht, das fanden wir nämlich auch echt ganz witzig, schreiben wir mal jeder unsere 6 Filme auf und der andere weiß aber jeweils nicht, was für einen Film der dann erwartet. Das heißt, wir werden auch überrascht davon. Natürlich ist es so, es handelt sich dabei um unsere ganz eigene persönliche Meinung und da spielen verschiedenste Faktoren bei manchen Jahren eine Rolle. Manchmal, also bei mir war es zumindest so, dass es manchmal der Film war, den ich dann einfach am öftesten gesehen habe oder in dem anderen Jahr der, den ich wirklich am besten fand. Das ist also nichts, was wir sagen, das ist auf jeden Fall so und das ist der beste Film des Jahres, sondern wir haben das so empfunden. Vielleicht kriegt eher ein, zwei Anregungen für eure nächsten Filmabende in Zukunft. Absolut. Das wird uns freuen und ich denke, dann legen wir mal los, oder? Ja. 2009. Woohoo. So eine Liste zu erstellen ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schwere Sache. Da fallen so viele Filme raus, die man eigentlich ganz, ganz toll findet. Ja. Und man pickt sich einfach eigentlich noch wahllos irgendwas. 2009, da kamen Filme raus wie Moon zum Beispiel oder Watchmen und so weiter. Für mich, der Top-Film 2009, habe ich mich entschieden, ist Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Okay. Okay. Für mich besticht Inglourious Basterds sich auf mehreren Ebenen. Zum einen hat dieser Film eine der coolsten Eingangssequenzen überhaupt für mich im Film. Im Kapitel 1 mit Christoph Waltz und den Franzosen und der Milchszene und so weiter. Zum anderen wird hier meiner Meinung nach dieses Tarantino-Konzept der Dialoge, dieser Dialogszenen, die sehr, sehr lang gehen, die aber in meinen Augen immer doch irgendwie so eine Art Purpose erfüllen und vor allem sehr, sehr spannend sind und immer so eine Kammerkonstellation ergeben, wo du nicht genau weißt, wie diese Situation jetzt endet und so weiter. Das erreicht hier meiner Meinung nach Perfektion. Der Film ist unglaublich gut inszeniert. Wirklich, 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 wirklich gut inszeniert. Hat einen wahnsinnig tollen Soundtrack von Tarantino gewöhnt. Und ist einfach meiner Meinung nach 2,5 Stunden inszenatorische Perfektion mit so, so vielen unglaublich überraschenden Momenten. Das habe ich lange nicht mehr im Kino gesehen. Ja, 2009 ist bei mir tatsächlich schon ein schwieriges Jahr auch irgendwie. Klar. Und es gibt zwei Filme, zwischen denen ich mich fast gar nicht entscheiden konnte. Und ich habe mich aber letzten Endes für District 9 entschieden. Okay. Allerdings nur ganz, ganz haarscharf vor A Serious Man. Oh. Und ich habe mich für District 9 deswegen entschieden, ganz platt, weil ich den öfters gesehen habe als A Serious Man. Okay. Obwohl ich, ne, also ich liebe Science-Fiction-Filme. District 9 war ein Science-Fiction-Film, der den ganzen neuen Hauch eingeblasen hat. Es war eine neue Art und Weise, an das Thema heranzugehen. Es war sehr, sehr klug. Es war trotz einer dieser shaky Dokumentationsstyle-Kamera unheimlich gut gefilmt. Ja. Man hat immer den Überblick behalten, das, was ich glaube sehr, sehr schwer ist bei solchen Filmen. Die Effekte waren großartig. Es hatte sehr, sehr viele politische und soziale Implikationen, wofür sich eben eigentlich so Science-Fiction-Filme auch unheimlich gut anbieten, was aber sehr selten nur noch gemacht wird, aus irgendeinem Grund. Vor allem, ich fand District 9 immer sehr beeindruckend, dass er viele verschiedene Genres auch irgendwie unter einen Hut kriegt. Der Film ist nämlich, er ist sehr klug und hat einen tollen Kommentar, politischen Kommentar. Ne? Aber er kann auch als reiner Actionfilm verstanden werden und er macht das auch gut und gerade für das geringe Budget schon ein toller Film. Ja. 2010! Auch 2010 war ich wieder hin und her gerissen zwischen zwei Filmen, habe mich jetzt letzten Endes für den Film Four Lions entschieden. Muss ich noch sehen. Großartiger Film. Gerade ob der Aktualität habe ich mich für diesen Film entschieden, einfach weil er unglaublich gut und unglaublich humoristisch an ein Thema herangeht, das heutzutage für uns so wichtig ist und so viele Bereiche unseres Lebens inzwischen bestimmt. Und worum geht es in dem Film? Kannst du immer kurz. Ja, also es geht im Grunde darum, dass vier Islamisten versuchen, einen Selbstmordattentat auf die Beine zu stellen. Okay. Allerdings
sind das nicht unbedingt die hellsten, alle drei. Und es ist dann eine riesige Portion schwarzer Humor, der da draufgepackt wird. Und sie versuchen halt letzten Endes, und es hat auch einen tragischen Ausgang im Großen und Ganzen, ne? Also es geht letzten Endes darum, wie diese vier Jungs versuchen, einen Selbstmordattentat auf die Beine zu stellen. Das ist so die Story. Okay, da muss man ja auch die ernsten Seiten irgendwie beleuchten, selbst absolut, wenn es witzig ist. Ja, ja. Und das schafft der Film aber auch gut. Für mich hat diese Balance gut gehalten, aber wie gesagt, gerade dass er eben an dieses Thema mit ein bisschen Comedy rangeht, tut der Sache unheimlich gut, denke ich. Der Film hat ganz knapp gewonnen vor dem Film The King's Speech, der für mich einer der besten schauspielerischen Filme einfach seit Jahren ist. Da sind ungefähr alle Schauspieler, die ich ganz, ganz großartig finde, versammelt. Und aber wegen der politischen Aktualität hat The Four Lions für mich gewonnen. Für mich Top des Jahres 2010 ist Toy Story 3. Ja, das ist natürlich ein großartiger Film, keine Frage. Das ist ein großartiger Film. Habe ich damals nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause irgendwann und habe mich richtig geärgert, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe. Ich habe Toy Story, ist es ähnlich wie Harry Potter oder so, gerade für unsere Generation, obwohl es so drei Filme sind, haben die einen schon begleitet, weil die immer dann rauskamen zu einer Zeit, wo man irgendwie einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat und so weiter und die Figuren sich halt auch entwickelt haben. Und gerade Toy Story 3, natürlich fährt er unglaublich auf der Nostalgie-Schiene. Ja, aber er schafft es halt. Aber er schafft es so gut und vor allem, was mich an Toy Story 3 so beeindruckt hat, er schafft es, jetzt nicht über District 9, aber von der Idee her, viele Genres unter einen Hut zu bringen und die alle gut zu machen. Der Film ist wirklich spannend. Also, der hat eine unglaublich spannende Sequenz gegen Ende, die viele Action für Thriller für mich in den Schatten stellen. Der Film hat einen wirklich starken Bösewicht. Der ist richtig eine cool. Wirklich coole Story, also wirklich auch eine überraschende Story hier und da. Und der Film ist extrem lustig. Er entwickelt die Charaktere einfach perfekt weiter. Für mich ist das Pixar auf der Höhe ihrer Zeit mit Wall-E und oben, was alles noch drumherum rauskam, was alles so tiefgründige, emotional tiefgründige Filme waren. Mit Inside Out haben sie es auch geschafft wieder. Ja. Aber Toy Story 3 ist für mich einfach das Nonplusultra da, weil dieser Film halt einfach alles verpackt und alles gut hinbekommen. Ich habe gelacht bei diesem Film, ich habe geweint bei diesem Film, ich habe da gesessen und mich festgekrallt bei diesem Film. Und es ist halt nicht nur was für Kinder. Und das ist halt, es ist auch was für Kinder und auch was für Erwachsene. Es ist für jeden was dabei. Für mich ist das ultimative Kinoerlebnis. Für jeden ist was dabei. Jeder kann da drin was finden. Und es ist einfach mit so viel Herz gemacht. Und ja, für mich einfach ein unglaublich toller Film. Dazu kommt, was ich auch sehr wichtig finde, das ist so ein bisschen ja der Abschluss der Trilogie im Grunde. Und wo es dann einen vierten geben soll, ne? Ja. Naja, bis jetzt ist der Abschluss der Trilogie und es hat für diese Trilogie ein unheimlich befriedigendes Ende. Und ein sehr erwachsenes Ende. Genau, was man auch erstmal schaffen muss. Und das hat mich persönlich auch sehr positiv überrascht bei dem Film. Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob sie das hinkriegen. Das fand ich sehr toll. Ganz, ganz toll. Ja. 2011. Ja, 2011 war so ein bisschen ein Problem, weil den Film, den ich gewählt habe, der kam in Amerika im Sommer 2011 raus, aber in Deutschland im Januar 2012. Ah. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, es zu ändern. Ich habe ihn jetzt einfach für 2011 genommen, weil was nehmen wir jetzt? Ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn schon 2011 gesehen, deswegen passt es. Es ist Drive. Ja. Habe ich mir gedacht, deswegen habe ich den nicht genommen. Ah, okay. Tatsächlich ein Film, der bei mir noch wachsen musste. Die erste Sichtung fand ich ganz cool, hat mir Spaß gemacht, ich fand ihn interessant. Und der Film ist pro Sichtung, wo ich habe ihn jetzt schon sehr, sehr oft gesehen, gerade im Vergleich zu anderen Filmen, die ich auch toll finde, immer mehr gewachsen. Der Film, man mag von Regisseur Nicholas Winding Refn halten, was man will, gerade was prätentiöse Dinge angeht und leere Storylines. Aber Drive schafft es, eine wirklich interessante, spannende Story zu formulieren, die einem nicht aufs Auge zu drücken, sondern die einfach homogen in dieser Welt zu entwickeln und dabei einfach audiovisuell perfekt vorzugehen. Ich meine, ich stehe auf sowas. Ich stehe da drauf, wenn Musik und Bild zusammen eine Symbiose eingehen, einfach funktionieren und dich in diese Welt reinsaugen. Und die ersten 40 Minuten von Drive sind einfach Träumerei pur, wie Los Angeles bei Nacht eingefangen ist. Dazu dieser unglaublich tolle Soundtrack, der so ein bisschen an die 80er erinnert, aber nie zu kitschig wird irgendwie. Der meiner Meinung nach das emotionale Innenleben dieser Figuren, die sehr, sehr wenig reden, so gut auf mich übertragen hat. Ich habe die alle komplett in ihren Handlungen verstanden und wie sie sich fühlen, obwohl sie nicht viel reden. Und gegen Ende wird der Film einfach dann nochmal ein bisschen krasser und Action- und Thriller-lastiger. Aber auch das funktioniert für mich in diesem Film. Gerade weil Refn es einfach schafft, beide Seiten, dieses Träumerische, aber auch dieses brutale, Abgründige, so gut einzufangen. Der Film hat ein ganz, ganz tolles Ende, er funktioniert, er geht ein bisschen mehr als eineinhalb Stunden nur,
formuliert aber einen wirklich sehr runden Storybogen, was nicht so einfach ist, gerade bei so einer Geschichte und bei solchen Figuren. Meiner Meinung nach auch sehr, sehr konsequent und einfach für mich ein Film, der emotional mich richtig in eine andere Welt entführen kann, ein anderer Charakter, der mich irgendwie träumen lässt in einer gewissen Form und über den ich auch noch sehr, sehr lange nachgedacht habe, weil sich der einfach in mein Herz so ein bisschen reingegraben hat. Audiovisuell ein absolut großartiger Film, gar keine Frage. Auch irgendwie zu dem Zeitpunkt für mich gefühlt was Neues gewesen, bis zu einem gewissen Grad. Ganz so Mainstream-Arthouse. Ja, es wird so beides vermischt und es ist gut vermischt. Ganz, ganz toller Film, gar keine Frage. Jetzt hoffen wir nur, dass Nicholas Winding Refn bei seinem nächsten Film vielleicht nicht das Drehbuch selbst schreibt, über Dreyfuss das nicht selbst geschrieben hat. Ja, das ist ein bester Film. Ja, das hat dem Film sehr gut getan, leider, muss ich auch sagen. Ich war bei den Neuen jetzt auch nie so begeistert. Naja. Ja, mein Pick für dieses Jahr ist Ziemlich beste Freunde. Oh. Ich... Wow. Hättest du nicht gedacht, oder? Nee, hätte ich gedacht. Ja. Was, hättest du irgendwas anderes gedacht? Oder? Nee, aber nicht den. Ich finde den Film deswegen so gut und habe ihn deswegen als besten Film dieses Jahres genommen, weil er auf unheimlich ruhige, aber sehr charmante Art und Weise eine wichtige Geschichte erzählt. Also, und vor allen Dingen eine Geschichte, die erzählenswert ist. Es gibt so viele solcher Geschichten wahrscheinlich, die wir gar nicht mitbekommen, aber der Film nimmt sich einer solchen Geschichte an und erzählt sie auf eine lustige Art und Weise, aber trotzdem sehr besonnen. Und das fand ich unheimlich toll, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich mag die Schauspieler beide, die beiden Hauptdarsteller. Es gab Szenen, bei denen ich mich krank gelacht habe, es gab Szenen, bei denen ich ein, zwei Tränen verdrückt habe. Und das schaffen nicht viele Filme, tatsächlich bei mir, habe ich so das Gefühl. Und der Film hat es aber geschafft. Und vor allen Dingen hat er mich an ein Thema herangeführt, wo ich dachte, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also ich wüsste, der Hauptcharakter, der behindert ist, ich wüsste nicht, wie ich in so einer Situation, wenn ich in dieser Situation wäre, wie ich damit umgehen würde. Und der Film hat mir näher gebracht, wie man damit umgehen kann und wie man sowas verstehen kann. Und das ist eine beeindruckende Leistung für einen Film, finde ich. Und deswegen habe ich diesen Film gewählt. Ja. 2012. Mein Lieblingsfilm in diesem Jahr, Cabin in the Woods. Ah. Ja. Überraschendster Film für mich. Einfach großartig. Ein Film, der was anders macht, hat für mich sowieso schon immer Pluspunkte verdient. Dieser Film macht das auch noch richtig gut. Und er zieht es so konsequent durch, von A bis Z. Macht er alles ein bisschen anders. Gibt ganz vielen Filmgenres nochmal einen anderen Take. Total. Großartiger Film. Ich habe unheimlich viel gelacht. Es gibt unheimlich viele Leute, die den Film nicht verstehen. Er inszeniert sich so toll. Er wandelt sich innerhalb der Genres, während er läuft. Er hat ein sehr klassisches Horror-Setup von ein paar Kindern, die in den, also Jugendlichen, Chris Hemsworth spielt mit, die in den, eine Hütte im Wald fahren und dann kommen da Monster und es ist, die ersten 40 Minuten sind sehr typische Horrorkram und dann fängt der Film an, das gesamte Genre zu dekonstruieren. Und zwar wirklich gut. Und auch vorher schon gibt es da immer ein paar lustige Szenen oder ein paar gruselige Szenen oder sowas. Tolles Ende. Das Ende ist so großartig. Ich kann mir jedem empfehlen, diesen Film zu sehen, wenn man mal ein bisschen was anderes sehen will und nicht immer das Gleiche, dann ist der Film genau das Richtige. Und es gibt so selten in unserer Filmlandschaft derzeit, das verdient von mir auf jeden Fall den besten Film des Jahres. Ja, ich habe 2012 war so ein Ding. Da waren viele Filme, die ich gut fand, aber nichts, was ich so herausragend irgendwie fand. Ich habe kurz über Avengers nachgedacht. Ne? Ist ein sehr guter Film, aber schafft wirklich etwas, was auch viele Filme da nicht geschafft haben, auch was Neues, irgendwie diese ganzen Figuren zusammenzubringen. Ich habe über The Dark Knight Rises nachgedacht, den ich nicht so schlecht fand wie die meisten. Ich fand ihn nicht so gut wie The Dark Knight. Ja. Aber er hat mich einfach gepackt. Ich fand den wirklich, wirklich mitreißend. Ich habe mich am Ende für einen Film entschieden, der nicht der beste Film des Jahres war, der aber was neu gemacht hat, und das ist Captain Woods. Weil es einfach, wie du schon sagst, so das überraschendste Filmerlebnis war. Ich habe von dem Film schon erwartet, der macht was anders, sonst hätte ich ihn mir nicht angeguckt, aber es ist wirklich ein Film, wo die letzte halbe Stunde nicht mehr weiß, was als nächstes passiert, weil alles passieren kann, was es überhaupt gibt. Und das finde ich immer super spannend. Der Film löst das auch mega witzig. Die ersten 40 Minuten sind halt typischer Standard-Horror. Und das, ne? Aber das muss halt irgendwie sein für den Film. Ja. Und einfach was, was sehr, sehr, sehr Kreatives, was diese Anerkennung verdient. Ja. 2013. Woo. 2013 habe ich einen Film genommen, den wahrscheinlich nicht viele nachvollziehen können. Ich hatte ultra viel Spaß bei diesem Film. Für mich war das die coolste Zeit, die ich im Kino hatte. Das war Wolf of Wall Street. Ja.
Wo ich mir jetzt allerdings wie bei Drive auch nicht ganz sicher bin, ehrlich gesagt, ob der nicht 2014 erst in Deutschland ins Kino kam, aber er ist zumindest 2013 rausgekommen in Amerika. Der Film ist relativ dumm und auch platt. Man kann, finde ich, schon eine Kapitalismuskritik in diesem Film sehen, in dem dann auch sehr oft das Fazit gezogen wird, ja, wenn du reich bist, dann kannst du halt alles und so weiter und verkackst, kannst alles ankacken, was du willst. Und ich glaube durchaus, dass es so läuft in unserer Welt. Ja. Deswegen kann man das schon als auch ein Statement dagegen verstehen und so weiter. Für mich hat der Film aber hauptsächlich nicht dieses Ziel gehabt, sondern das Ziel dieses Films war meiner Meinung nach einfach 3 Stunden Exzess und Humorfeuerwerk abzufeuern. Das ist nicht umsonst meiner Meinung nach Great Gatsby auf Drogen. Ja. Und das verkörpert dieser Film einfach unfassbar gelungen. Der Film ist 3 Stunden lang für eine Komödie, ist an keinem Punkt langweilig. Er ist unfassbar witzig in so, so vielen Manieren. Der Film ist ganz, ganz toll gespielt. Ich fand DiCaprio, Jonah Hill, fand ich so cool. Die haben auch so Spaß in diesem Film. Für mich ist das ein Film, wo du 3 Stunden auch einfach abschalten kannst. Und zwar nicht auf der, ich sitze jetzt auf der Couch und mir ist alles egal, abschalten, sondern ich muss einfach anerkennen und hab meinen Spaß während des Films, wie toll dieser Film gepaced ist, wie toll dieser Film gemacht ist. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit, dass ein Film 3 Stunden geht und mich so unfassbar gut hindurch unterhält, weil er so viele Ideen auch einfach hat, die toll sind. Und viel mehr kann man, finde ich, gar nicht mehr auch großartig sagen. Ich habe mir für das Jahr den Film ausgesucht, bei dem ich gedacht habe, bevor ich ihn geguckt habe, der Film, den kann mir nicht gefallen, der wird voll scheiße. Ich habe ihn geguckt und war hin und weg und das war Rush. Rush? Ja. Den habe ich deswegen gewählt, weil ich bin in diesen Film reingegangen und habe gedacht, der wird mir nicht gefallen. Formel 1 so, Film, ne? Genau, Formel 1 ist so langweilig. Ich habe mir noch nie ein Formel 1 Rennen angeguckt. Jeder, dem das mag, klar, ich finde es ultra langweilig. Oder um jemanden zu zitieren, im Kreis rumfahren ist kein Sport. Also für mich gar nichts irgendwie. Und dieser Film schafft es, die Rennen sogar spannend zu inszenieren. Diese Formel 1 Rennen, die ich mega langweilig finde, sind da spannend inszeniert. Die Charaktere sind großartig, die Schauspieler sind so gut. Schauspieler sind toll. Chris Hemsworth und Daniel Brühl. Daniel Brühl, dankeschön. Gerade Daniel Brühl. Genau, die sind so gut. Das Make-up von Daniel Brühl dann im Film im weiteren Verlauf ist großartig auch. Das ganze Pacing ist gut, alles ist gut bei diesem Film. Mhm. Er ist so spannend, dass man, obwohl man das Thema nicht mag, völlig mitgerissen wird davon. Und das muss ein Film erstmal schaffen, deswegen ist das mein Top-Pick für das Jahr. Absolut, einfach ein sehr gutes Charakterdrama. Für mich, ich fand den Film auch gut und für mich war es vor allem Daniel Brühl. Den fand ich so großartig in dem Film. Das hat, ja, toller Film. Kann man sich anschauen. 2014. Ja, das letzte Jahr auf unserer Liste und das war ganz schön schwer auch, das Jahr, für mich, tatsächlich. Das war ein Jahr, Und ich habe mich am Ende zwischen 2 Filmen, lag ich. Und das waren Birdman und Interstellar. Das waren die 2 Filme, zwischen denen ich mich entscheiden musste, tatsächlich. Und ich habe mich letzten Endes für Birdman entschieden, was an einer einzigen Sache liegt. Und zwar daran, an der Soundmische von Interstellar. Die ist mir einfach zu laut, ja. Und das ist nicht nur bei dem Kinofilm gewesen, sondern es ist tatsächlich die Soundmische. Die ist mir zu laut und das ist eine Sache, die mich wirklich massiv stört. Ich liebe diesen Film wirklich. Ich mag Science-Fiction-Filme, wie gesagt. Auch gerade wenn es so ein bisschen daran geht, ja, was könnten denn vielleicht sein in unserer Welt? Wie könnten interstellare Reisen vielleicht aussehen? Das war ein Projekt, das mich sehr interessiert hat, bevor der Film schon rausgekommen war. Aber wie gesagt, diese Soundmische war mir zu laut. Deswegen dann Birdman. Der Film ist einfach förmlich großartig. Diese einzige One-Shot-Sequenz ist einfach das Beste, was ich seit langer Zeit filmtechnisch nur gesehen habe. The Birdman, ja, wie gesagt, großartiger Film. Das Einzige beim Birdman ist das Ende, wo man sich irgendwie drüber streiten kann. Hätte einfach ein paar Minuten eher vorbei sein können für mich, aber trotzdem der Film, auch mit guten Schauspielern durch die Bank weg, allesamt sind sie gut und ich finde sie alle toll. Und der Film hat mich unheimlich gefesselt. Ich habe die Musik unheimlich gemocht bei dem Film auch. Und wie gesagt, kameratechnisch halt einfach großartig, gar keine Frage. Deswegen für mich der beste Film dieses Jahres. Ja, wieder ein Film, der was Neues probiert irgendwie und das gut macht. Und da auch für den Oscars ja anerkannt worden. Tatsächlich, ja. Interstellar selbst, ich fand beim ersten Mal gucken total toll im Kino und dann habe ich ihn noch mal gesehen, fand ihn dann nur noch so mittel. Mhm. Die ganze Story um ihn und seine Tochter schon ganz schön pathetisch und kitschig ist. Ja. Mit den Büchern. Naja. Ja, 2014 war anstrengend.
wieder so eine blöde Sache. Eigentlich wollte ich 2014 Whiplash nehmen. Whiplash ist für mich einer der besten Filme der letzten Jahre. Der ist allerdings schon von der 2015er Liste auf Platz 1, weil wieder das gleiche Problem. Kommt in Amerika 2014 raus und in Deutschland 2015. Deswegen die Top 10 2015, da findet ihr Whiplash auf Platz 1. Deswegen musste ich mich für was anderes entscheiden 2014. Und es ist ein schwieriges Jahr, es waren auch echt viele gute Filme dabei. Aber es gab einen Film, der mich, obwohl ich von dem einiges erwartet habe, komplett weggeblasen hat. Und das war The Raid 2. Ja. The Raid 2 ist... Ich will ihn unbedingt nochmal sehen. Naja. Das ist ein Actionfeuerwerk ohnegleichen. Dabei fand ich The Raid 1 gar nicht so geil. Ich fand ihn gut, es war ein guter Actionfilm. Und wir hatten uns an einem Abend Raid 2 ausgeliehen, um den halt irgendwie auf Blu-ray zu gucken, ne? Und ein paar Bier zu trinken und so. Und wir saßen beide am Ende irgendwie so da. Und es gab viele tolle Filme 2014, aber nichts, was mich so überrascht hat und trotzdem so mitgerissen hat. Der Film ist actiontechnisch überragend. Ja. Die Kampfsequenzen sind überragend. Beste Choreografien. Überhaupt. Das hat was von, man kann kritisieren, das hat mehr was von Tanzen und so weiter, ne? Und es sieht sehr einstudiert aus, aber fuck it, es ist, die Kämpfe tun weh, ja. Sie reißen dich mit. Die Verfolgungsjagden im Film ist gut, die Schießereien sind cool. Der Film driftet teilweise so ein bisschen ins Anime-mäßige mit ein paar verrückten Figuren, aber das ist auch irgendwie cool, wenn ich darüber nachdenke. Und der Film ist 2,5 Stunden lang als Actionfilm. Die Story, das kann man kritisieren, ist sehr, sehr bekannt für so eine. Er geht als Undercover-Typ da und dahin und bla bla bla. Aber es ist nicht so schlimm, weil die Story trägt diese Action-Sequenzen einfach gut, leitet sie gut über, die Charaktere sind allesamt in Ordnung und die Motivation der Figuren ist auch alles spürbar. Und das reicht mir, dass diese Action-Sequenzen allein funktionieren. Wenn es jetzt nur die Action-Sequenzen wären, der Rest drumherum wäre absoluter Blödsinn, dann wäre es irgendwie ganz cool geworden. Aber so hat mich dieser Film unfassbar gepackt. Umso trauriger war ich, als die Jungs in Star Wars Force Awakens aufgetreten sind und nicht mit Lichtschwertern umgekämpft haben, was sie auf jeden Fall hätten tun müssen. Ja, das wäre so geil gewesen. Unbeschreiblich. Denn es ist immer so schwer, eine Empfehlung rauszugeben, wenn man The Raid 2 sehen will, muss man den ersten sehen, weil der schließt direkt an den an. Der erste ist für viele sogar noch besser, weil er irgendwie konzentrierter auf die Action ist. Wenn ihr auf Actionfilme steht, guckt euch bitte The Raid und vor allem The Raid 2 danach an. Hat euch diese Liste gefallen, dann subscribt uns doch und liked uns doch auf Facebook und teilt uns doch eure Lieblingsfilme der letzten Jahre. Das wird uns total interessieren. Ist keine leichte Entscheidung. Man sitzt da vor einer riesigen Liste und haut sich seine 20 Picks raus und dann muss man sie streichen, das tut dir im Herz weh. Aber so ist das eben, was wir nicht alles tun. Ja. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dann ein schönes Kinowochenende oder eine schöne Kinowoche und macht es gut. Auf Wiedersehen. Bye, bye.